Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Minecraft Tycraft wieder hier am Start mit der Niki Oll. Nach langem hier und schlag mich nicht. Auch von mir ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Tycraft. Ja, lange haben wir nicht mehr gespielt, aber besser gesagt nicht aufgenommen, gespielt haben wir. Aber wir kamen nicht wirklich zum Aufnehmen, aber jetzt werden wir euch zeigen, was wir so weiter geschafft haben. Und wir werden damit beginnen, hier hochzuschauen, wo unser Baumhaus mal war. Genau, wo es mal war. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht und habe hier ein neues Häuschen hingesetzt. Ups, Ruckel. Und zwar kann man jetzt hier die schönen Treppe hier raufgehen. Da. Jetzt ein bisschen enger, aber das ist gut so. Und dann haben wir hier oben für uns ein kleines Häuschen mit kleinem Garten dran. Es ist jetzt nichts Besonderes, es ist einfach bloß für uns ein kleines Häuschen. Gut, ganz klein. Genau. Dicht gehalten. Ja. Wo fangen wir an? Du darfst starten. Okay. Oh. Ja, auf der linken Seite haben wir ein ganz kleines Schlafzimmer. Es reicht aber, wir müssen nicht immer so riesen Dinge machen. Wir können auch immer an- und ausmachen. Zack, zack. Süß. Alles Tolle ist ja, du kannst ja hier durchs Bett durchglitschen hier. Toll. Ganz lustig, ja. Gegenüber haben wir so einen kleinen Computerraum. Und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Genau. Klein, aber fein. Dann haben wir hier so Regale, in die man auch wirklich was reinfüllen kann. Ich finde das total cool. Dann unsere Küche. Kitchen-Kabinett. Wo auch ein wirklich richtiger Ofen ist. Da muss ich mal gucken, dass wir da noch irgendwie was einfüllen. Mach mal Frühstück, komm. Da ist gerade Toast und Bacon, mach mal. Ich warte. Ja, so auf die Art. Komm. Ich weiß gar nicht, können wir auf den Teller was drauflegen oder so? Ja, das kannst du. Das wäre... Nee, ich glaube aber, das sind aber schon... Ach, von der falschen Ding, Deko, oder? Das sind Deko-Dinge, okay. Da kann man nichts machen damit, leider. Dann haben wir hier ein Wohnzimmer, da wo wir auch drauf sitzen können und dann Flachbildfernseher. Da rechts mach mal Fernseher an, komm. Mach mal. Ja, es geht ja nicht. Läuft nicht, Mann. Hey, was? Scheiß Fernseher gerade rausschmeißen. Ja, und das Aquarium hat auch gerade es gefriest, weißt du? Ach was, das ist nur Foto. Also ist mit eingebaut in die Wand. So, dann seht ihr hier überall noch so kleine Schränkchen und so. Dann geht's hier nach oben. Oben? Ja. Und dann haben wir noch eine Dachterrasse. Eine kleine Hängematte. Wir können noch nachts schlafen. Und ein kleiner Pool. Ja, Pool. Mit dem Pool, wo man dann hier eben rausgucken kann und so. Das ist schon ganz cool. Ganz gemütlich, nur für uns. Da wir gedacht haben, die Mitarbeiter und die Leute, die dann kommen, haben ja das Apartment, was wir ja schon gezeigt haben. Genau, das große. Genau, das da hinten. Und das haben wir gesagt, die zwei brauchen dann nur so ein kleines Häuschen. Und das ganze andere Zeug, wo es unser Lagersystem ist, haben wir ja woanders hin verfrachtet. Das werden wir dann auch gleich zeigen. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wo es nämlich ist. Da waren ja zig Kisten. Das haben wir quasi woanders rein sortiert, wo alles zusammen ist. Genau. Und hier dann eben etwas schön gemacht mit den ganzen Fackeln, dass hier nichts spawnt, was hier nicht spawnen sollte. Ja. Ich glaube, es gewittert draußen gerade. Interessiert mich nicht. Schön. Naja, schön wäre es dann schon, ich weiß ja nicht. Es ist gerade nämlich die Woche, wo es so extrem heiß ist, beziehungsweise das Wochenende. Wir haben hier drin gefühlte 50 Grad. Mir läuft die Sappe runter. Boah. Gut, so. Dann werden wir weitergehen. Hier hat sich großartig eigentlich nichts verändert. Also ist alles mit der gleich geblieben. Außer dann quasi hier rechts, wo das kleine Gebäude ist. Haben wir unser ME-System. Wer das nicht kennt, ist ein Computer, wo alle Sachen drin sind. Wo man dann wirklich nachsuchen kann, wenn man was braucht. Wenn man jetzt also Eisen, findet man so das Eisen, was alles mit Eisen zu tun hat, kann man wirklich alles zusammensuchen. Ist eine coole Sache, man kann alles reinschmeißen, kann dann auch gleich craften und ist dann quasi Crafting Table. Ziemlich cool, ziemlich einfach und man spart sich echt viel Platz von den Kisten her. Einzige, was halt teuer ist, sind die Konsolen, also die Festplatten, die unten sind, seht ihr ja, die farbig gekennzeichnet sind. Grün ist leer, orange ist fast voll, rot ist voll.
Und dann wird quasi da gespeichert. Man braucht halt immer Energie, aber wir haben ja einen Generator, wir haben den Reaktor, also wir haben unendlich viel Energie. Daher ist es eigentlich ganz eigentlich schön toll. Viel zu großer Raum für das kleine Zeug, wenn man so sieht. Aber wer weiß, was noch dazu kommt. Wir sind noch länger da, vielleicht kommen noch mehr ML-Systeme rein. Je nachdem, genau, wie viele Items wir noch finden, kriegen. Es gibt immer wieder neuere Geräte, die man irgendwie rausfinden, dass man sie bauen kann oder für was man sie brauchen könnten. Deswegen hier haben wir jetzt gerade so das Samenpflanzenzeug, weil wir das nicht unbedingt da reinschmeißen wollten. Und da muss man wirklich die Namen wissen, bei den gröbsten Teil der Pflanzen. Das ist dann wieder schwieriger. Ja, eben. Ja, aber so ist es ganz easy und man kann quasi alles schneller zusammen craften. Und man sieht genau, was fehlt und was nicht. Das genau. Ist das Tolle dran. Und gegenüber hast du ja noch was gebaut, wo wir das ganze Futter lagern. Das können wir jetzt auch noch kurz zeigen. Genau. Und zwar habe ich hier so kleines, wie so einen kleinen Imbiss jetzt gemacht. Das ist das Gebäude hier. Das ist mal ausnahmsweise nicht von irgendwas nachgebaut, sondern das habe ich selber irgendwie versucht zu kreieren. Dann kommen wir hier rein. Hier haben wir so wie eine Art Theke, wo dann eben auch so Rohfisch und sowas reingemacht werden kann und dann gekocht werden könnte. Hier haben wir das ganze Essen, also ist auch gekennzeichnet. Ich habe jetzt rausgefunden, wie die komischen kleinen hier Fächer da zu benutzen sind. Und dann haben wir hier noch für die ganzen Dinos das Futterfleisch, was ich nicht aufmachen kann jetzt. Oder dann eben das Weizen für die Dinos. Auf der anderen Seite ist dann Sachen, die zu voll sind, also was da vorne in die Gläser nicht mehr reinpasst, das kommt dann halt hier rein, damit halt nichts verschwendet wird und nichts weggeschmissen wird, denn das braucht es echt nicht sein. Essen braucht man immer. Es ist jetzt nicht Oats die Deko, sondern halt einfach bloß ein bisschen. Ja. Mussten ja irgendwie das Essen ja auch wegverfrachten und auch nur in den ME-System reinschmeißen, wäre ja auch nicht besonders gewesen. Und da wir hier noch Platz hatten, konnten wir das ja genau. Gut verbauen. Ja, Ostern hat sich das dann hier getan, hier bei uns. Dabei werden wir es jetzt erstmal bei diesem Part gelassen. Aber wir haben natürlich neue Dinos, neue Gehege und das werden wir alles euch im nächsten Part zeigen. Riesengehege, muss man ganz ehrlich sagen, mit viel Arbeit. Richtig viel Arbeit. Aber dazu erst im nächsten Part. Genau. Dann würden wir mal sagen, das war's mit dem Part. Lasst einen Daumen und Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und wir werden jetzt öfters wieder Zeitkraft aufnehmen, natürlich so viel, wie wir jetzt bauen, natürlich. Ja, wird nämlich ja öfters kommen. Und dann würden wir mal sagen, das war's. Bis dahin. Tschüss.